Die Stadt Krems verfügt derzeit in den Ortsteilen Angern, Tallern und Hollenburg über jeweils eine kleine Feuerwache. Die Gebäude sind im Zuge der Eingemeindung Anfang der 70er Jahre übernommen worden. Über den Zustand der Gebäude braucht nicht viel berichtet zu werden. Zum Teil als Aufbahrungshalle mit Doppelnutzung, als Garage konzipiert, haben diese Objekte ihre Lebensdauer um ein Vielfaches überschritten. Feuchtigkeitseintritte, fehlende Sanitäreinrichtungen und marode Elektroinstallationen machen eine Sanierung unmöglich. Die Lage mitten in den jeweiligen Ortskernen ist platztechnisch kein Vorteil. Die niedrigen Fahrzeughallen erlauben die Stationierung der neuen Fahrzeuggeneration nicht. Die Neuerrichtung der drei Wachen erscheint unumgänglich. Ich bin mit den alten Feuerwehrs aufgewachsen. Natürlich freut man sich noch, wenn man in der nächsten Feuerwehr einziehen darf. Das für die Zukunft der richtige Schritt ist. Erste Beratungen mit den Wachekommanden zeigen schon bald, dass die Lösung mit drei neuen Feuerwehrhäusern nicht den Bedürfnissen entspricht. Strategieuntersuchungen zeigen, dass die Erhaltung der internen Hilfsfrist bei einer Reduktion auf einen Standort möglich ist. Im Gegenteil, durch die Kräftebündelung ist hier sogar mit einer Verbesserung zu rechnen. Das Kommando der Feuerwehr Krems entschließt sich, die Realisierung einer neuen Feuerwache Krems Süd in Angriff zu nehmen. Es waren schon viele Abteilungen des Magistrats damit beschäftigt, das richtige Grundstück zu finden, die Widmungen entsprechend vorzubereiten. 2016 fasst der Kremser Gemeinderat unter Führung von Dr. Reinhard Resch den Beschluss zur Umsetzung dieses Projektes. 2017 wurde ein Grundstück angekauft und 2018 seitens des Landes Niederösterreich umgewidmet. Das Grundstück, auf das sich die drei Wachen einigen konnten, liegt im Schwerpunkt der drei Katastralgemeinden und zeichnet sich vor allem durch eine gute Verkehrsanbindung aus. Es ist einfach so, dass Menschen, die hunderte Stunden freiwillig leisten, denen muss man schon das Werkzeug in die Hand geben, mit dem sie dann glücklich werden können. Identifiziert sich jeder so viel damit, dass man wirklich Freude hat, damit zu wirken. Besonderer Dank gilt natürlich auch den Feuerwachen selber, dass sie gemeinsam hier die optimalen Grundlagen dann erarbeitet haben. 2018 wurde gemeinsam mit dem Ingenieursbüro Jirek ein Architektenwettbewerb vorbereitet. Hier wurden detaillierte Vorgaben zur Nutzung, des Flächenbedarfs, aber auch zur Funktionalität formuliert. 8 Architekten wurden eingeladen, ihre Projekte einzureichen. Am 11. November 2018 wurde im Rahmen einer ganztägigen Jury-Sitzung ein Siegerprojekt ermittelt. Das Architekturbüro Saam Architects rund um Diplom-Ingenieur Franz Saam konnte durch Funktionalität punkten. Das Interessante bei diesem Wettbewerbsprojekt war das Entwickeln einer klaren Funktionslösung. Eine Funktionslösung, die den Erfordernissen des Einsatzes einer Feuerwehr entspricht. Also wir haben zuerst das Gesamtkonzept erstellt in der Erschließung und dann sind wir erst in die tatsächliche Form übergegangen. Der Entwurf sieht einen L-förmigen Baukörper vor. Schulungs- und Bereitschaftsräume in Verbindung mit den notwendigen Büroflächen auf der einen Seite, die Fahrzeughalle mit den Garderoben und Lagerflächen auf der anderen Seite. Die Raumaufteilung folgt streng der optimalen Funktion im Einsatzfall und unterstützt die Vor- und Nachbereitungsarbeiten. Als Option ist im Gebäude ein Katastrophenschutzlager angegliedert. Hier sollen vor allem das Sandsackdepot und die Kremser Wasserfahrzeuge eine neue Heimat finden. Dass es so schnell wie möglich realisiert wird. Ich wünsche mir auf alle Fälle mal ein neues Tankfahrzeug, was auch in unsere Fahrzeughalle passt. Der Eingang direkt vom Parkplatz her ermöglicht den Einsatzkräften einen ungefährdeten Zugang zum Objekt, ohne ausfahrende Einsatzfahrzeuge kreuzen zu müssen. Von der Zentralgarderobe erschließt sich, durch eine Schutzschleuse getrennt, die Fahrzeughalle. Ein Stellplatz ist mit einer Doppelnutzung als Waschbox ausgeführt. Die toten Räume durch den Niveauunterschied werden geschickt als Lagerfläche ausgenutzt. Hier gibt es eine kleine Treppe, um auch ohne Stapler Material entnehmen zu können. Sanitärräumlichkeiten direkt neben der Garderobe, Stiefelwaschanlage und Dekobereiche sorgen für entsprechende Möglichkeiten der Schwarz-Weiß-Trennung. Es wird so circa ohne Einrichtung und ohne den Katastrophenlager so an die 2,8 Millionen Euro kosten. Im Kommandotrakt steht der zentrale Aufenthaltsbereich, der Bereitschaftsraum, zur Verfügung. Sichtachsen ermöglichen zu erkennen, wer das Gebäude betritt. Der direkt angrenzende Jugendraum verbindet die Generationen.
Kommando-, Verwaltungs- und Chargenbüro erlauben es, die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten zu treffen und bieten einen Überblick über den großen Vorplatz. Der Schulungsraum soll, wenn möglich, flexible Trennwände aufweisen und es erlauben, mehrere Veranstaltungen gleichzeitig zu bewältigen. Somit sind Aufenthaltsräume, Fitnessräume dazu entwickelt worden, dass eine vernünftige Freizeitgestaltung für den ehrenamtlichen Nachwuchs möglich ist. Weil sich die drei Feuerwachen jetzt zusammenfinden in ein gemeinsames Feuerwehrhaus. Neben der Unterstützung durch Stadt und Land ist der Startschuss für das Projekt Feuerwache Krems Süd nur durch eines möglich geworden. Durch Menschen mit Weitblick, die sich im Vertrauen auf ehrliche Kameradschaft für den gemeinsamen Weg in die Zukunft entschieden haben. Die Stadt Krems investiert hier rund 2,8 Millionen Euro. Das Architekturbüro Saam bereitet derzeit die Einreichplanung vor. Nach Freigabe durch die Baubehörde erfolgt eine Ausschreibung der Bauarbeiten. Die Planung sieht der Beginn der Arbeiten an den Fundamentplatten im heurigen Jahr vor. Die Eröffnung voraussichtlich 2021.